das sind die normalen. Jetzt zünden wir es mal im Natron. Der wandert da seitlich nach oben. Ich muss die Konstruktion noch etwas abändern. Selbstverständlich habe ich beim Umbiegen alles verschüttet. Naja, who cares? Möchte ich das nochmal kurz zeigen mit der elektrischen, wie hier das Backpulver davon fliegt. Sieht man das? Gut, Versuch Nummer 2. Viel größer als vorher. Ich will gar nicht wissen, wie lang die auf voller Last werden. Ich habe das ja jetzt gedrosselt auf 24.000 VA, 60 Ampere, über diese Drosseln hier. Und das könnte man eigentlich mal testen. Das müsste ich umbauen. Das kann ich ja morgen mal ein Video dazu machen. Genau. Und dann probieren wir das nochmal mit dem Backpulver, weil das macht enorm was aus, sehe ich gerade. Das ist ja richtig enorm. Und dann probieren wir es mal mit 55.000 VA. Der Lichtbogen wird dann keine 1,5 Meter lang. Der könnte ja knapp 2 Meter lang werden. Alter! Das ist enorm. Es mag noch für so viel Spaß machen. Ich muss immer dazu sagen, also denkt immer dran, das ist tödlich. Man könnte sagen, der Sensemann steht schon direkt hinter mir. Da muss nur ein bisschen was schief laufen und ich bin tot. Aber ich weiß, was ich tue. Ich kenne mich gut aus und daher ist alles chillig.